Kann der mich denn schon? So. Genug geübt. So. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Auf geht's. Probieren wir mal in B7 in den Bunker reinzugehen. Vierter Tag des großen Rätsels. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Leute abspringen. Das wäre natürlich jetzt sehr interessant. Naja, die Flugrichtung ist echt... Heute, jetzt gerade im Moment furchtbar irgendwie. Na, abwarten. Die ersten werden jetzt vielleicht das Video erst durchhaben. Achso, das meinst du, ja. Ja. Also, die Flugrichtung ist auf jeden Fall echt abstrakt von Nord nach Süd, genau ganz gerade. So. Da hinten ist der Bunker. Mal gucken, ob man ohne K-Card überhaupt hinkommt. Oder ist die Gruppe jetzt sozial? Hast du auch schon mal gehabt? Ja, ja. Ne? Ja, ja. Ach ja, mit im Videogespräch ist der Tan. Achso, hallo. Ja. Genau, sowas muss man ja aufnehmen. Mal gucken. Es ist irgendwie gerade kein Geld unterwegs. In den Kisten liegt so gut wie kein Geld mehr. War ein Update? Nee, eigentlich noch nicht. Nein. Ich habe noch kein Update gerade gehabt. Nee, so ein kurzfristiges Update. Playlist-Update und so kleine Patch. Kleine Fixes oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich laufe hier rum. Okay. Ich dann 10 Kisten. Und da ist nichts drin. Es sieht so aus, als bin ich der Einzige. Perfekt. Was war das? Nächste Panzerkiste. Ich farme halt gerade meine Kisten. Tür geht auf. Alter, der Erste. Wie geil ist das? Alter, geht eine Treppe nach oben. Fehlt schon wieder 300. Neue Unterlagen. Krieg die Pimpernellen. Telefon hat 53. Krass. Hier ist auf jeden Fall Geld. Noch eine Kiste. Totenstille. Kiste. Geschlossene Tür. So, in und dieser Runde habe ich wieder. Wieder ein. Geil. Zwei Panzerkisten. Safe. Oh! Oh, hier sind Teile einer Drohne. Oder eines Buggies. Das ist ja interessant. Wieder Videokassetten. Und hier sind die Reifen und eine Frontteil. Teile einer Droge? Naja, Fahrdrohne. Droge? Eines ferngesteuerten Fahrzeugs. So. Einer Droge. Ja, aber sonst ist hier jetzt nichts Spannendes drin. Ah, feindliche Droge über uns. Ne, Quatsch. Ja, ich wurde als best markiert. Ja, jetzt kommen sie alle wahrscheinlich gleich rein. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes, nur ein paar Geräte. Eine rote Zugangskarte innerhalb eines Bunkers, das ist ja auch mal geil. Wie geht das denn geil? Okay, hier haben wir noch ein paar Unterlagen. Handbanks, Ideas. Mist. Ist ja geil. Brauch 500 Dollar. Okay. Das ging ja super fix hier. Was haben wir hier? Aufnahmegeräte. Ist eigentlich fast dasselbe wie beim anderen auch. Oh, Blasterschlag nehme ich aber gerne mit. Ja, sonst habe ich jetzt eigentlich nichts übersehen. Türen kannst du eh noch nicht öffnen. Fahrstuhl auch noch nicht. What? Es gibt hier nichts. Ja, hier ist ein Fahrstuhl. Wie beim anderen aber auch. Sonst hast du einen Schreibtisch in der Mitte. Mit ein paar Unterlagen. Ach, guck mal an. Das A bei PSG 1.4 hat man ersetzt durch A, D und A. Das ist der erste Hinweis zum Rätseln von diesen Kästchen. A und D. Also wenn du heute als erstes das Rätsel löst, dann würde ich sagen, lasse ich eine Flasche Sekt sprengen. Da muss aber mehr sprengen.
Das reicht nicht. Ich bin da nicht so direkt drin, aber es ist schon mal geil. Es ist schon mal cool. Haben doch den Schrank voll. Und irgendwie ist hier. Hier ist überhaupt keiner. Es ist hier keiner in der Nähe. Ah, ist doch perfekt. Ja, also besser kann man das hier gar nicht mehr machen irgendwie. Ja. Ich meine, gut, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn noch andere kommen. Mein Gott, das schieße ich jetzt nicht. Wenn die mich abschießen, ja, mein Gott. Aber, ja. Hör mal, wenn du übrigens looten willst gleich, ne, gebe ich den Tipp Boneyard. Sehr, sehr gute Stelle. Du weißt schon, das Video mein läuft, ne? Das ist doch krass, okay. Oh! Ich piep das. Ja, muss ich ja wieder. Oh nee. Ja, Boneyard geht immer, das weiß man aber mittlerweile wahrscheinlich. Ja, ich sah dir gerade richtig ab, schon meine vierte Kiste. Krass. Die ich gekauft habe. Ja, weil ja. Ich hier gesammelt habe. Ja, liebe Leute. Also, das war jetzt Bunker bei B7. Ganz frisch gerade. Ich habe natürlich jetzt auch ganz schnell. Hier hinten ist echt keiner. Und bei Boneyard scheint auch momentan kein Grund. Nee, keiner zu sein. Bei Boneyard. Irgendwie scheint da momentan total zu sein. Ja, also, wie gesagt, der Code für B7 ist halt, oder für Quadrant B7 ist halt vom neuesten Video des heutigen Tages, vom 17.8. In dem Video von 1977 bis 1978. Viele coole Szenen, übrigens auch Tornado vorgekommen, Autorennen ist da drin vorgekommen, Space Shuttle Tests waren auch dabei, also sehr interessant das Video. Ich will mich jetzt gerade mal zu dem anderen Bunker wagen, irgendwie. Ohne Fahrzeug ist das aber total Banane. Ich war noch nie... War noch nie im Bunker an dem... Holy fuck, Boneyard. Oh, Alter, was war das denn für eine geile Aktion? So, liebe Leute. Jetzt fahren wir nochmal... Jetzt fahre ich nochmal zum anderen Bunker. Ich habe eine rote Schlüsselkarte. Tani, musst dir vorstellen, rote Schlüsselkarte in diesem geheimen, in dem Bunker drinnen, in dem anderen. Ja, ist doch geil. Ja, ne? Das ist irgendwie total strange. Aber gut. Oh, hier steht ein Auto, hier war schon mal einer. Aber wahrscheinlich in einer anderen Richtung. Hast du eine Ahnung, wo der Bunker eigentlich sein soll? Nee, ich habe die Aufgabe heute noch nicht gemacht. Oder mir noch nicht angeguckt. Achso, ja, der Bunker steht ja immer da. Der bei den Hills? Da weiß ich nicht, ob da ein Bunker ist. Tut mir leid. Ich bin jetzt... Oh, der Geldsack rennt auf mich zu. Das könnte aber ein schnelles Ende geben. Weil hier ist ja überall das Ende vorprogrammiert. Ja, was haben wir heute? Montag, ne? Ja. Yeah. Noch 2 Tage geht das Ganze, dann wird das Ganze aufgelöst sozusagen. Am Mittwoch ist dann das Finale und dann wissen wir mehr. Dann wissen wir, wie es ausgeht. Ja. Oh mein Gott, das Gas. Denn da kein Geld drin. Oh, jetzt bin ich gerade aus Scrapyard. Das Gas ist verdammt schneller. Ja, damit war das Ende eigentlich schon vorprogrammiert. Jo, ich muss mal sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.